Hallo YouTube und willkommen zurück bei Transport Fever. Wir spielen die erste Kampagne, die allererste Mission, den Wilden Westen. Wir haben eine kleine Strecke aufgebaut am Anfang mit Pferden, die Getreide zu einer Fabrik liefern. Das war die erste Aufgabe. Da haben wir so eine Mini-Strecke gebaut. Wir haben den maximalen Einzugsbereich ausgenutzt. Und jetzt haben wir zwei Pferdekutschen, die Getreide hier hinbringen. Und die nächste Aufgabe ist die Stadt Cheyenne, wo wir hier starten, jetzt mit Laramie zu verbinden. Und Laramie ist hier ein bisschen weiter hinten. Und wenn man jetzt mal so guckt, hier ist jetzt ein bisschen hügelig. Da müssen wir also jetzt entweder einen Tunnel graben oder wir fahren hier außen rum. Hier ist ein kleines Tal. Wir können ja mal gucken, wie teuer das wird, wenn man einen Tunnel bauen würde. Ja, das kostet ein paar Millionen, die haben wir nicht. Also fahren wir Richtung Tal. So, wir hatten ja hier Höhenlinien, genau. Dann kann man hier mal besser gucken. Jede Linie hat dann eine neue Höhe. Ja, das sieht besser aus. Dann bauen wir jetzt hier die Strecke. Durch das Tal. Bauen wir mal hier weiter. Dann kommt hier eine Brücke. Hier haben wir dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Dann bauen wir erstmal den Bahnhof. Drehen wir den einmal, setzen den hier am Ende hin. So nah ran wie möglich. Damit wir die ganze Stadt abdecken. Dann verbinden wir hier noch mit Gleisen. Jawohl. Wunderbar. Eine Etappe wäre bereits geschafft. Allerdings erwarten uns bereits die ersten Schwierigkeiten. Es war ja sehr freundlich von der Regierung, uns das Land umsonst zur Verfügung zu stellen. Wären da nur nicht diese verfluchten Indianer. Sie haben ihre Zelte mitten im geplanten Streckenverlauf aufgeschlagen.
Unsere Kundschafter meinen, sie seien ziemlich ungehalten über die weißen Männer mit dem eisernen Pferd. Also uns. Indianer sind hier auch. Und die machen wohl jetzt Probleme bei der Bahnstrecke von Laramie nach Rawlins. Und hier steht schon, der Bereich um das Indianergebiet ist gesperrt. Klicke auf das Ausrufezeichen beim Indianerdorf, um mit den Indianern zu verhandeln, oder umgehe das Problem. Okay. Rawlins ist hier hinten und hier sieht man schon was rot eingerahmtes. Und hier sind die Indianer. Und hier ist so ein dickes, dickes Ausrufezeichen. Dann klicken wir mal auf. Diese verfluchten Indianer. Sie sabotieren die Arbeiten und sollen bereits einige von unseren Männern täglich angegriffen haben. Wir müssen etwas unternehmen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir kaufen ihnen ein gleichwertiges Stück Land, was ziemlich teuer werden dürfte, oder wir lösen es auf die altmodische Art, was uns in gewissen Kreisen wohl den guten Ruf kosten könnte. Oder aber wir versuchen, sie mit Feuerwasser zu bestechen, obwohl dessen Konsum bekannterweise ziemlich aggressiv macht. Okay. Okay, wähle eine Option, um mit den Indianern zu verhandeln, oder finde eine Alternative. Wir können die Indianer mit Gewalt vertreiben. Wir können Land erwerben, was hier 200.000 kostet. Oder wir bestechen die Indianer mit Feuerwasser, aber da hat er ja gerade gesagt, dass der Konsum aggressiv macht. Und als Info steht hier noch, einige Entscheidungen haben Auswirkungen auf spätere Ereignisse. Also wenn wir die jetzt irgendwie bestechen und die sind aggressiv, vielleicht greifen die uns nachher dann irgendwie an oder so. Was wäre die Alternative, wenn wir jetzt hier nicht so durch können, dann müssten wir hier so außen rumfahren. Wäre das schlimm? Ja, dann müsste man hier quasi der Straße hier folgen. Oder was heißt Straße? Nur so ein Trampelpfad hier. Müssen wir einen kleinen Bogen machen, wenn wir das Problem umgehen. So. Da wir keine negativen Auswirkungen haben wollen, also ich bin eher der friedliche Typ, dann lassen wir die mal in Ruhe und wir bauen außenrum. Ja, hilft da nichts. Dann bauen wir außenrum. Ist dann kein Problem. So, was macht er jetzt hier? Ja, das sind leicht angehoben. Ja, da habe ich die Kurve davor ein bisschen zu weit gebaut. Dann reißen wir die nochmal ab. Und bauen jetzt von hier. Ja, das ist, glaube ich, besser.
Und dann bauen wir jetzt hier einen Bahnhof in Rawlins. Wo bauen wir den mal hin? Passagiere, Bahnhof. Könnten den hier hinten hinbauen, dann haben wir aber nicht die ganze Stadt im Einflussbereich, aber ist wohl erstmal egal. Jo, dann bauen wir den so hin und dann verbinden wir unsere Strecke mit dem Bahnhof. Das mit den Indianern wäre erledigt, doch die nächste Herausforderung steht bereits bevor. Vor uns liegt meilenweit nichts als staubtrockene Steppe. Wir müssen zusehen, dass uns das Wasser nicht ausgeht. Immerhin soll es Eisenerzvorkommen geben, die wir ausbeuten könnten, um uns etwas dazu zu verdienen und Werkzeuge zu produzieren. Jawohl, jetzt Werkzeuge produzieren. Damit wird auch das letzte Tutorial, sag ich mal, nochmal aufgegriffen. So können wir alle Sachen, die wir gelernt haben, jetzt anwenden. Unsere Mission jetzt: baue die Bahnstrecke von Rawlins nach Evanston. Führe die Strecke an mindestens 3 Brunnen vorbei. Mindestens 3 Brunnen. Baue einen Bahnhof in Evanston und verbinde ihn. Okay, und die Brunnen sind mit einem grünen Kreis markiert. In dieser Aufgabe können Medaillen verdient werden. Medaillen. Wir haben ja noch die Medaillen. 5 Medaillen können wir hier erreichen. Da gibt es einmal einen verborgenen Schatz. Dann die Durststrecke. Das ist jetzt die Mission, die wir jetzt haben. Und dann müssen wir die Strecke an sämtlichen Brunnen in der Wüste vorbeiführen. Dann Werkzeugmanufaktur. Einen großen Werkzeugvorrat anlegen. Oder vor Mai 1874 fertig werden. Ja, das sind die Medaillen. So, dann machen wir erstmal die Strecke nach Evanston. Da müssen wir einmal so rüber. Dann können wir so, damit wir die Stadt auch sehen. Also fast jetzt nur gerade hoch. Gucken wir mal, wo sind denn hier überall grüne Kreise? Hier ist der erste, dann da der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, geht dann so ein bisschen im Bogen. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Dann nehmen wir die Medaille gerne mit. Dann bauen wir die Gleise nochmal. Beim ersten sind wir durch, dann hier beim zweiten. Da sind wir auch durch. Beim anderen können wir so ein bisschen zurück. Hier sind wir durch, jawohl. Jetzt müssen wir eine scharfe Linkskurve machen.
So, ein bisschen Zickzack. Jetzt müssen wir nach Evanston. So, wir sind jetzt ziemlich links von der Stadt. Dann bauen wir den Bahnhof auf die linke Seite. Und das machen wir dann gleich in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.